Recht herzlich willkommen zur 30. Folge von This War of Mine. So, Tag 30. Wir waren in der Autowerkstatt, haben da einige Sachen mitgebracht. Und ja, sie ist, hat viel mitgebracht, die Gute. Aber das, was wir eigentlich brauchten, war jetzt nicht dabei, ne? Tabletten nämlich. Marin, Mann wirkt sich kaum, diese Krankheit bringt ihn um. Ein paar Blatt neue tiefe Wunder, da können wir auch zurzeit nicht so richtig was dran tun. Gut. So, sie ist auf jeden Fall müde und sehr hungrig. Das heißt, sie geht erstmal essen. Hungrig, leicht krank, leicht verletzt, traurig. So, Bruno, Maren ist natürlich todkrank, das ist ganz schlecht. Den lassen wir jetzt auch gerade mal liegen. Kann man sowieso nichts machen. Pablo ist sehr müde. Verletzt und sehr müde, ja. Und sie hat jetzt keinen Hunger, doch sie hat noch Hunger. Mhm, ist auch müde. Gute Frage, was wir da jetzt machen, ne? Das wächst. Bruno müsste dann doch mal aufstehen und Essen kochen. Kann erst was essen und dann Essen kochen. Und einer muss den Ofen anmachen, sehe ich gerade, aber warte mal. Ich glaube, da müssen wir erst was für machen, Ben. Ah, das war jetzt gerade falsch rum. Aber wir hatten doch noch Feuerholz. Dann sollten wir vielleicht auch noch das zweite da drauflegen. Bruno kocht gerade. Wir müssten jetzt unbedingt Medizin eigentlich hier haben für... Wer heißt da nochmal? Maren. So. Essen geht, aber nur einmal, weil wir nur noch einmal Gemüse haben, ne? Genau. Und da kommt wer, und das ist der Händler, glaube ich, oder? Oh, das ist natürlich super. Ich glaube, wir müssen Holz machen, aber ich gehe jetzt erst an die Tür mit Katja. Leicht krank, leicht verletzt, traurig. Das heißt, er geht erstmal hier hin. Da haben wir ja auch einen Ofen, sehe ich gerade. Wir haben ja zwei Öfen, aber es ist trotzdem nur plus 2 Grad hier in der Hütte. Ist nicht gut. So, jetzt kommt Bruno dahin. Aber Bruno, geh mal dahin. Der ist ja nicht müde mehr. Ja, wir haben einen Moment Zeit. Nee, das war falsch. Bruno geht dahin. Katja falscht. Jetzt ist das aufgegangen. Ja, Holz. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Wir brauchen hiervon jetzt nichts. Es wäre schon fast zu überlegen, noch ein Bett herzustellen. Mit den zwei Betten ist schon ein bisschen knapp, ne? Ah, das ist so 8 Holz. Das ist schon verdammt viel. Elektroteile fehlen uns auch noch. So. Und das andere wäre das. Ne, dann nehme ich lieber 2 Holz herstellen. Aber Katja soll handeln. Tabletten müssen wir definitiv nehmen. Und Dingens ist verletzt, dann sollten wir auch das nehmen. Obst, Gemüse wäre natürlich auch noch, weil unseres dauert noch ein bisschen. Elektroteile hat er natürlich nicht bei. Er hätte Brennstoff dabei. Ja, das ist jetzt erstmal das Erste, was ich haben möchte. Ne, das Kraut jetzt nicht. Obwohl das auch wichtig wäre, um Tabletten zu machen. Ne? So. Was wollen wir loswerden? Sehr gewöhnlich. Nichts Besonderes. Interessant. Okay. Das Beil wäre interessant, nichts Besonderes. Was ist denn sehr gewöhnlich? Interessant, möchten Sie tauschen? Das Messer würde er haben wollen. Genau das, was er braucht, ist die Knarre. Ja, ist die Frage, ob wir die Knarre abgeben sollten.
Das ist wohl ein Scherz, sagt er. Fleisch, wie viel haben wir denn noch? 2. Das reicht nicht. Das reicht auch nicht. Das Beil, und das würde auch nicht reichen. Da können wir uns einigen. Das Wasser wird noch ein bisschen dazukommen. Also momentan würde ich schon fast sagen, weil wir den Todkranken da haben, dass wir das tauschen, ne? Dann haben wir keine Waffen mehr, ne? Schwierig. Aber was sollen wir tun? Ich das wegnehme. Die Waffen behalte. Selbst das ist noch ein Scherz. Ach so, okay. Nur für die Tabletten. Da können wir uns einigen. Ja, schwierig. Was müssten wir dafür hergeben? Um das zu kriegen. Zigaretten haben wir nicht? Nein. Tja. Nee, das will ich dann auch nicht machen. Holz wäre auch nichts. Das reicht nicht. Und das werde ich auch nicht machen. Oh, wenn ich jetzt wüsste, ne? Den Dünger will ich wohl behalten, einfach aus dem Grunde, weil ich das brauche für, ne? Gemüse machen. Tja, das würde gehen. Nee, wird auch nicht gehen, Quatsch. Boah, ich mach das so. Das ist sehr großzügig von uns, das reicht nicht. Wasser ist nicht interessant für ihn. Okay, 4 Waffenteile, genau. Die sind mir schon zu wertvoll. Das ist schon großzügig von uns. Da können wir uns einigen. Ach so, wir haben noch nicht mal den Verband. Das reicht nicht. Da können wir uns einigen. Zehnmal Wasser. Wir brauchen bald wieder Wasser für das Gemüse auch, ne? Sägeblätter, Axt, Spaten. Ich glaube, das machen wir jetzt. So, er muss Tabletten nehmen. Und Pavel braucht einen Verband. Bruno. Katja geht schlafen schnellstens. Und Bruno legt sich auch erstmal hin. Und sind alle erstmal beschäftigt. Der Händler steht jetzt noch vor der Tür. Maran ist todkrank auf Medikamente und geht jetzt noch essen.
So. Dann geht er runter. Er ist auch noch hungrig, er isst auch noch was. Ich glaube, dann ist Hunger nur noch bei Katja vorne, ne? So. Bruno leicht krank, erholt sich, leicht verletzt und erholt sich. Er ist todkrank und steht schon da unten vorne vor. Pavel ist natürlich sehr müde, sehe ich gerade. Man muss Bruno aus dem Bett raus. Und Pavel da rein, aber die Zeit ist auch schon gleich rum. Katja ist müde. Und wir haben gerade 1 Grad plus hier drin, das ist auch super schlecht. Katja schläft gerade, sehe ich gerade. Das war schlecht, die jetzt gerade aus dem Bett zu holen. Jetzt wird sie wahrscheinlich gleich noch weiter müde sein. Kriegen wir da noch ein Holz drauf? Ja. Na, dann kommt jetzt die Nacht. Den können wir Tschüss sagen. Er ruht sich jetzt zurzeit auf dem Stuhl aus. Ist auch nicht die ideale Möglichkeit, ne? Ja. Er ist todkrank, schläft im Bett. Das passt. Er kann auch gar nicht woanders hin. Pavel ist müde. Ist der schnelle Läufer. Einer von den beiden muss plündern gehen. Sie ist leicht verletzt, er ist stark verletzt, deswegen machen wir das so rum. Leicht krank, leicht verletzt, traurig, er steht Wache. So ist es heute. So, und dann müssen wir gucken, wo wir hingehen. Ja. Ins Krankenhaus ist eigentlich nicht möglich. 95%. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Waffen und Gefahr ist im Doppelhaus. Zerstörte Villa. Lebensmittel, Medikamente sind noch eine Menge Medikamente. Ja. Diese Deserteure sind da zu Hause. Kleines Wohnhaus. Ja, da muss man vorsichtig sein, aber da sind auch eine Menge Medikamente sind da. Ah, da sind es auch Medikamente. Autowerkstatt waren wir gerade. Da oben ist auch nicht mehr viel zu holen. Ja, doch, eine Menge Medikamente. Das ist das ältere Ehepaar, ne? Ah, schwierig. Aber mehr ist auch schon was gar nicht mehr, ne? Ja. Das kleine Wohnhaus wird sein. Tja, nach das Brecheisen, ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Wenn hätten wir das Sägeblatt vielleicht gebraucht, aber wir gehen da mal ohnehin. Mal schauen. So. Fragt sich, wie das Wetter heute Abend ist. Auch schön, ne? Da steht jemand. War das da, wo wir jemanden befreit haben? Ich bin gerade am Überlegen, ne? Wir sollten es morgen Nacht plündern. Den Rest schwebe ich für später auf. Ja, der geht jetzt hoffentlich weg. Er muss sich für eine Weile hinsetzen. Das heißt, jetzt können wir nur reingehen wahrscheinlich.
So, dann mal hoch. Hoffen, dass wir da irgendwo was erreichen. Da oben geht die Tür auf. Ich glaube, hier oben haben wir jemanden befreit, ne? Kann das sein? Wo läuft einer? Da oben. Okay. Ich weiß nicht, was die Person da macht. Schwierige Sache. Genug für jetzt. Das war der Kühlschrank. Er lüftet das Zimmer ein wenig. Und jetzt macht das Fenster wieder zu. Auch gut, ne? Ja, jetzt wäre schön, wenn er noch weggeht. Jetzt kommt da jemand. Auch gut. Keine verdächtigen Leute draußen. Gut, wir brauchen keinen Ärger. Er fragt nach dem Wetter. Auch schön. Es gibt viel zu tun. Okay, warten wir es ab. Jetzt wisst ihr, ob hier unten noch jemand ist, ne? Die Person geht jetzt weg. Aber diese Person steht da noch, deswegen kommen wir da nicht rein, oder? Die geht jetzt auch weg. So, einzigste Chance. Alles nehmen, verlassen, Tür zu, hoch. Da hinten hin. Kühlschrank müssen wir aufmachen, hat keinen Sinn. Die Person ist auch weggegangen. Alles nehmen, fertig. So, kommen wir da hoch? Leider nicht. Ich frage mich, ob diese Gebäude leer stehen. Ja, tun sie, sonst wäre ich nicht hier. Jetzt steht er da wieder, ne? Ich weiß nicht, wie ich da wegkomme. Er macht das Fenster zu. Die Zeit wird wahrscheinlich auch wieder knapp, ne? Und da komme ich auch gar nicht weg jetzt. Jetzt geht die Tür auf und da kommt wieder einer. Super. Und der hat auch eine Knarre dabei. Noch besser. Aber er merkt nicht, dass der Kühlschrank leer ist. Das ist ja auch schon mal gut, ne? Er geht wieder weg. Weiß nicht, wo die andere Person hier unten geblieben ist. Wenn da nochmal Pech gehabt. Da hinten ist, glaube ich, gerade jemand lang gegangen. Ist jetzt auch egal. Nee, den Tabak nehme ich nicht mit. Ich nehme den Kompost mit. Der ist mir wichtiger. Okay, dann gehen wir runter. Gucken uns das noch an. Und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was lasse ich hier? Das Bauteil. Das Holz, das Dingens muss mit. So, jetzt hier. Stopp. Ist da jemand? Nein, Tür auf. Reingehen, Tür zu. Und schnellstens raus hier. Okay. Letzte Warnung, haut ab.
recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.